Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu meinem Let's Play von Commander Keen Invasion of the Vortigons Episode 1 Marooned on Mars. Commander Keen ist das erste Spiel, Computerspiel gewesen, das ich in die Finger bekommen habe. Commander Keen 4, um genau zu sein. Deswegen ist das jetzt eine ganz besondere Freude für mich, das nochmal ausgekramt zu haben und hier nochmal als Let's Play aufzunehmen. Und ich würde vorschlagen, fangen wir doch gleich damit an. Wir sind hier als Billy, den Nachnamen kenne ich gerade nicht mehr, in unserem selbstgebauten Raumschiff auf dem Mars gestrandet. Wir sind abgestürzt und müssen jetzt ein paar Ersatzteile finden, um unser Raumschiff reparieren zu können und wieder zurück zur Erde zu kommen. Und die Teile, das sind ein Joystick, eine Autobatterie, ein Staubsauger ist das dritte, glaube ich, und eine Schnapsflasche müsste das letzte sein. So, fangen wir an. Wer Commander Keen nicht kennt, das ist ein Jump'n'Run-Spiel, wie man sieht, bei dem man Süßigkeiten einsammeln muss und andere Nettigkeiten. Also man muss sie nicht einsammeln, aber je mehr man einsammelt, desto mehr Punkte kriegt man. Und bei gewissen Punktzahlen erhält man dann Leben. Und ja, hier Bücher geben ganz besonders viele Punkte, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann haben wir hier diese kleinen putzigen Viecherchen mit dem einen Auge. Die schieben einen nur rum, können aber trotzdem verdammt tödlich sein. Weil es teilweise schwer ist, an denen vorbeizukommen, wenn sie einmal anfangen zu schieben. Und wenn man ihnen auf den Kopf springt, dann kann man sie dadurch betäuben, kurze Zeit. So, wegen diesen zwei Lutschern bin ich hier hochgekommen. Und wir haben auch eine Stun-Gun. Mit der Stun-Gun können wir Gegner auch betäuben. Allerdings so, dass sie nicht mehr aufwachen. Und in den ersten Teilen verschwinden die Gegner dann. Das, was man hier sieht, dieses gelbe Schild, das ist übrigens das intergalaktische Alphabet. Und da steht übersetzt, das Alphabet, die Übersetzung gibt's, glaube ich, im zweiten oder dritten Teil und dann nochmal im fünften Teil gibt es eine Übersetzung. Und hier steht, this is neat, also sowas wie, das ist was Gutes, was Nettes. Praktisch. Und ich glaube, das hier... Nein, Danger bedeutet es nicht. Dafür hat es zu wenig Buchstaben. Ich weiß nicht mehr, was das bedeutet. Das, was hier rechts blinkt, das, da steht Exit. Und das ist auch der Ausgang zum Level. Pizza. Ja, und jetzt habe ich, glaube ich, alle Sachen eingesammelt aus dem ersten Level. Dann kann es auch rausgehen. So. Erstes Level abgeschlossen. Dann gehen wir doch mal hier in dieses Level. Springen hier hoch. Und finden dort oben einen Roboter. Und er sagt, oder hier steht, ich höre eine Stimme in meinen Gedanken. Es ist zu blöd, dass du nicht das standardgalaktische Alphabet lesen kannst, Mensch. Also das, was ich schon gesagt habe, diese Buchstaben hier, das ist das standardgalaktische Alphabet. So, jetzt wird's schon wieder ein bisschen schwerer hier. Und ich denke, ich werde mir auch nicht als Ziel setzen, alle Gegenstände einzusammeln, sondern nur die Gegenstände, denen ich über den Weg laufe. Hier rechts, das ist eine verschlossene Tür. Für diese gelbe Tür brauchen wir die gelbe Schlüsselkarte. Und
dieser kleine nette Marsianer mich vorbeilässt, dann kann ich die auch hier in diesem Level finden. Vielleicht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sie finden kann. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich sie finde. So, ganz viele Lutscher. Schlecht für die Zähne. Aber der Zahnarzt wird sich freuen, er hat was zu arbeiten. Und da haben wir die gelbe Schlüsselkarte. Sammeln wir noch ein paar Lutscher ein auf dem Rückweg. So, und da geht es jetzt mal nicht weiter, weil da ist ein etwas fieserer Gegner. Ah, da sieht man schon die Füße von ihm. Nein! Hatte ich schon Angst gehabt, dass ich irgendwo runterfalle. Ja, ich bin ein friedliebender Mensch. Deswegen versuche ich, so wenige Gegner wie möglich tatsächlich mit der Stungun zu erschießen. Abgesehen davon ist sie in den ersten Teilen noch sehr rar und es gibt Stellen, an denen braucht man sie. So, und dann halte ich mich hier nicht noch länger auf, um die ganzen Gegenstände einzusammeln, sondern gehe gleich ins Ziel. Oh je. Das war's nicht. Oh, wie schießt man hier? Ah! Stirb, Gegner! Oder spring weg! Auch gut. Ja, die Steuerung ist hier etwas kompliziert. Nur mit Alt schießt man schon. Das ist gut zu wissen. Nein, das ist eigentlich schlecht. Muss ich die alternative Steuerung nehmen. Also da haben wir jetzt die Autobatterie eingesammelt und auch dieses Level beendet. Ja, und hier habe ich gerade gesehen den Statusbildschirm. Wir haben 5 Leben, 23.400 Punkte. Bei 40.000 Punkten gibt es ein Extra-Leben, einen Schlüsselgegenstand, ein Schiffsteil haben wir schon eingesammelt und wir haben noch einen Schuss in unserer Strahlenkanone. Und hier ein leeres Feld, bei dem Pogo steht, was auch immer das bedeuten mag. Schauen wir mal, was es in diesem Level gibt. Aha! Das? Ich glaube, das steht hier. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ist ein Pogo-Stick. Mit dem können wir höher springen. Und hier rechts sieht man auch diese weißen Punkte. Das sind tatsächlich schwarze Blöcke, die wir nicht sehen auf schwarzem Hintergrund. Wo wir uns aber trotzdem draufstellen können. Und da gibt es hier nämlich nochmal ein kleines Secret. Oh je. Und da bin ich das erste Mal gestorben. Aber ich versuche es trotzdem noch einmal. Das Schöne ist, jetzt habe ich den Pogo-Stick schon, aber ich kann ihn nochmal einsammeln. Ja, meine Präzision lässt zu wünschen übrig. Als ich das früher gespielt habe, konnte ich das alles noch wie im Schlaf. Aber so wird es dann vermutlich bei Teil 4 und 5 aussehen. Und da haben wir einen Teddybär als Extra noch gekriegt. Das heißt, wir können wieder runterspringen und in das Ziel gehen. So, und jetzt möchte ich hier nochmal kurz in die Hilfe gucken. Hier steht nämlich, also die Geschichte zu dem Ganzen steht hier und auch, was für Gegenstände man einsammeln kann und wie viele Punkte man sie geben. Der Teddy hat mir zum Beispiel 5000 Punkte gegeben, das ist besonders schön. Und da wollte ich eigentlich nicht hin, ich wollte zu... Irgendwo...
gab es noch einen Modus, in dem die Story steht. Ich glaube, das kriegt man nur aus dem Startbildschirm. Dann speichere ich doch mal. Speichere einfach mal. Ja, auf Spielstand 1. Geh zurück zum Titel. Oh, ich darf meinen Namen eingeben. Meta 72. Und hab damit die meisten Punkte. Wie schön. Hier steht die Geschichte. Billy Blaze heißt der Hauptcharakter. Und das, was ich suche, steht hier auch nicht, zumindest nicht mit Bildern. Das, was man hier unten rechts sieht, das ist nämlich ein Vortikon. Die tauchen nur sehr selten im ersten Teil auf. Das sind dann die Hauptcharaktere von Episode 2. Im ersten Teil haben wir noch die Marsianer als Gegner. Ich denke, ein Level kann ich noch spielen. Spiele ich dieses Level oder gehe ich an dem vorbei und mache noch dieses kleine Level hier. Da springen wir hoch. Passen auf, dass wir nicht runterfallen. Wir müssen hier wieder über dieses gefährliche Feuer drüber. Oder aber wir springen einfach nach oben, weil wir den Pogo-Stick haben. Das ist sehr praktisch. Und da ist wieder ein Marsianer und eine Nachricht echot in meinem Kopf. Der Teleporter in dem Eis wird dich auf die dunkle Seite vom Mars schicken. Tja, das heißt, in dem Eislevel gibt es einen Teleporter und dadurch kommt man auf die dunkle Seite vom Mars und dort ist dann ein Geheimlevel versteckt. So, aber die erste Folge von meinem Let's Play möchte ich dann hier beenden. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und Lust auf mehr gemacht. Und ja, wenn ihr Lust auf mehr habt, dann schaut das nächste Mal auch wieder vorbei. Damit verabschiede ich mich. Macht's gut!